Hi, ich bin Mirko, bei YouTube heiße ich Mr. Wissen2Go und ich muss sagen, ich finde Konsum rund um Weihnachten gut. Und damit sehe ich es ganz anders als Hannes in seinem Video. Grundsätzlich muss ich sagen, ja, natürlich leben wir in der westlichen Welt im Überfluss und eigentlich müssten wir uns gar nichts schenken, weil wir im Vergleich zu anderen Ländern schon jede Menge haben. Und wir kaufen natürlich auch zu viel übers ganze Jahr verteilt. Wegwerfmode ist so ein Begriff, der sinnbildlich dafür steht. Aber trotzdem finde ich es nicht widersprüchlich dazu, dass man an Weihnachten ein bisschen mehr Geld ausgibt als sonst für Geschenke. Warum? Schauen wir uns jetzt mal genauer an. Der erste wichtige Punkt für mich ist der gesellschaftliche Aspekt. Denn mal ganz ehrlich, wer von uns wird nicht gerne beschenkt? Wir kaufen Geschenke ja nicht für uns selbst, sondern für andere. Wir machen uns Gedanken, um anderen damit eine Freude zu machen. Das sorgt dafür, dass es einfach eine gute Stimmung gibt innerhalb der Familie, im Freundeskreis und dass man auch anderen näher kommt. Vielleicht auch Menschen, mit denen man über das Jahr nicht so viel zu tun hatte, für die kauft man ein nettes Geschenk, man kommt darüber ins Gespräch und das muss ja auch nicht unglaublich teuer sein, aber der Gedanke zählt. Und deswegen ist doch überhaupt nichts Schlimmes daran, an Weihnachten Geld auszugeben, um anderen damit eine Freude zu machen. Zweitens geht es an Weihnachten natürlich auch um Religion. Hannes hat in seinem Video gesagt, der wahre Sinn von Weihnachten geht oft verloren. Und das stimmt natürlich. Viele Menschen denken gar nicht an das, was in der Bibel steht, sondern denken an Plätzchen, an den Weihnachtsbaum, an die Weihnachtsgans und vieles mehr. Aber das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich bin selber Christ und mir ist es viel lieber, wenn jemand sagt, also Weihnachten ist für mich ein Fest der Familie und des guten Essens und das war's, als wenn jemand einmal im Jahr alibimäßig in die Kirche geht. Dann muss man es auch gar nicht machen, finde ich. Und dass die Bescherung zu Weihnachten dazugehört, egal ob man jetzt religiös ist oder nicht, das hat Martin Luther schon gesagt. Er hat 1535 eine Denkschrift verfasst, in der er gesagt hat, die Bescherung, die soll an Weihnachten stattfinden. Da feiern wir die Geburt Jesu und da kann man sich auch gegenseitig beschenken. Das ist gut für die Familie und das ist auch gut für Gott, denn Gott mag es, wenn es uns gut geht und wenn wir uns gegenseitig eine Freude machen. Und wenn Martin Luther, der große Reformator der Kirche, das schon sagt, dann kann es doch gar nicht so schlecht sein, dass man sich an Weihnachten beschenkt, auch aus religiöser Sicht nicht. Und drittens geht es natürlich auch um Ethik. Hannes hat in seinem Video völlig zu Recht angesprochen, dass es auf der Welt sehr viele arme Menschen gibt und nur sehr wenige Reiche. Aber mit Geschenken an Weihnachten können wir auch was Gutes tun. Und man muss nicht unbedingt was spenden, sondern man kann das auch anders machen. Mein Bruder hat da mal eine sehr coole Internetseite gefunden, auf der man Folgendes machen kann. Man kann ein Huhn kaufen, um es zu verschenken. Oder auch ein Esel. Aber diese Tiere, die verschenkt man nicht an jemanden in Deutschland, wäre vielleicht auch ein bisschen komisch, sondern an einen Kleinbauern in einem Entwicklungsland. Der bekommt dann dieses Tier und kann es nutzen und dafür bekommt man wiederum eine Urkunde, die man jemand anderem schenken kann. Da kann man also sagen, ich habe was Gutes getan, derjenige hat auch was Gutes getan, er hat die Urkunde und vor Ort wurde auch was Gutes getan. Ist also eine super Sache. Und kaufen und dabei bewusst etwas verändern, das muss nicht nur unbedingt im Ausland der Fall sein, das kann auch in Deutschland so sein. Man kann damit ganz bewusst kleine Betriebe unterstützen. Der Wollladen in dem Ort, in dem die Oma meiner Frau wohnt, der ist zum Beispiel jedes Jahr total happy, wenn die Oma meiner Frau kurz vor Weihnachten dort einkaufen geht. Sie kauft Unmengen an Wolle, um jede Menge Socken und Mützen und Handschuhe und alles Mögliche für die vielen Enkel und Urenkel zu stricken. Und das ist natürlich eine gute Sache, denn der kleine Wollladen, der ist auf sowas angewiesen. Anders als vielleicht große Ketten. Und so kann man mit Geschenken auch ganz bewusst etwas bewegen und kann ganz bewusst unterstützen. Und es wäre doch schade, wenn man das nicht machen würde. Und der vierte und für mich wichtigste Punkt, der betrifft die Wirtschaft. Stellen wir uns doch einfach mal vor, Weihnachten wäre ein Fest wie, sagen wir mal, Allerheiligen. Es wird also kaum gefeiert, zumindest nicht mit Geschenken. Was würde das bedeuten? Das würde große Probleme bedeuten in allen westlichen Ländern, auch in Deutschland. Das würde unter anderem dazu führen, dass viele Menschen ihren Job verlieren würden. Warum? Davon betroffen sind nicht unbedingt nur Leute, die sich als Weihnachtsmann verkleiden und das einmal im Jahr machen oder dafür Geld bekommen. Nein, davon betroffen sind vor allem Mitarbeiter bestimmter Branchen. Es gibt Branchen in Deutschland, die machen 30-40% ihres Jahresumsatzes in der Weihnachtszeit. Die Spielwarenindustrie zum Beispiel, knapp 30% oder im Bücherbereich, also das ist fast 25%, also fast ein Viertel des Gesamtumsatzes, den macht die Bücherindustrie in der Weihnachtszeit. Und wenn das wegfallen würde, dann gäbe es ein großes Problem. Denn wenn die Unternehmen weniger verdienen, können sie auch weniger Leute beschäftigen. Das würde weniger Arbeitsplätze bedeuten. Und das nicht nur in kleinen Bereichen, nicht nur in der Spielzeugindustrie oder in der Buchindustrie, auch in der Gastronomie, in vielen, vielen anderen Bereichen wäre das der Fall. Und das wäre extrem schwierig. Deswegen ist Konsumieren, Geschenke kaufen, generell mehr Geld ausgeben rund um Weihnachten eine gute Sache.
Übrigens auch die Werbeindustrie gibt rund um Weihnachten viel mehr Geld aus und das kommt auch wieder vielen Leuten zugute. Und wenn die Wirtschaft läuft, dann kommt das auch uns zugute, denn Unternehmen zahlen Steuern, die gehen an den Staat, der Staat hat mehr Geld und naja, das bekommen dann hoffentlich irgendwann auch wir. Also, wenn die Wirtschaft läuft, dann läuft es auch bei uns und deswegen sollte das Weihnachtsgeschäft definitiv nicht wegfallen. Für mich ganz persönlich heißt das, der Konsum gehört zu Weihnachten dazu, wie, keine Ahnung, Plätzchen, der Weihnachtsbaum oder auch der betrunkene Großonkel, der mit der Weihnachtsgans stolpert und alles fallen lässt. Das ist eine wichtige Sache. Geschenke sind wichtig, weil man damit anderen eine Freude machen, weil es gut ist für die Wirtschaft, weil es auch religiös begründbar ist und weil wir damit auch ethisch etwas Gutes tun können, wenn wir wollen. Man muss ja nicht tausende Geschenke kaufen, es muss auch nicht immer die Riesenkonsole sein, es kann auch ein Geschenk sein und es sollte ein Geschenk sein, das von Herzen kommt und bei dem man sich Gedanken macht. Und da bin ich auch ganz bei Hannes, der das ja auch gesagt hat. Und ich bin mir sicher, spätestens nach dem dritten Weihnachten ohne Geschenke wird Hannes auch ein kleines bisschen ins Nachdenken kommen und wird sagen, vielleicht ist so ein bisschen Konsum rund um Weihnachten doch nicht so schlecht. In dem Sinne, frohes Fest euch!